Ich bin die Anna. Ich bin Psychologin und Mutter einer anderthalbjährigen Tochter. Ich bin Fair Model, weil das das Einzige ist, was zu meinem Lebensstil passt. Ich könnte mir nicht vorstellen, für eine Firma zu arbeiten, die keinen ökologischen oder nachhaltigen Grundgedanken verfolgt. Ich bin relativ naturverbunden aufgewachsen. Meine Eltern würde man insgesamt als Öko bezeichnen. Dadurch bin ich mit zum Beispiel Modelabels wie Essnatur, Derberg oder Waschbär aufgewachsen, habe da schon als Kind die Kataloge meiner Mutter durchstöbert. Für mich fühlt es sich auch wunderbar an, Kleidung zu tragen, bei der ich weiß, dass sie fair hergestellt wurde, dass die Arbeiterinnen oder Arbeiter in jedem Herstellungsprozess auch einen fairen Lohn bekommen haben und ich sozusagen mein Konsum nicht darauf fußt, dass andere ausgebeutet werden. Für mich ist schon immer wichtig, vegetarisch mich zu ernähren. Das mache ich, seitdem ich 5 Jahre alt bin. Und das ist schon sowas, was ich wahrscheinlich im Normalen gar nicht mehr extra benennen würde, weil das schon so zu meinem Leben dazugehört. Ich finde, vieles in unserem heutigen Leben, was als normal gilt, ist nicht natürlich. Und um einen natürlichen Lebensstil bin ich bemüht. Zum Beispiel gehen wir immer zu unserem kleinen Bioladen um die Ecke einkaufen, ernähren uns eben vegetarisch, versuchen die meisten Wege zu Fuß oder mit dem öffentlichen oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Mein Lebenstraum ist es, einmal auf einem Bauernhof zu leben, der wunderschön umgeben ist von Natur, wo ich meine eigenen Nahrungsmittel anbauen kann. Ein bisschen aussteigen aus der verrückten Welt und aus dem unglaublichen Tempo, in dem unser Leben vielleicht in der Stadt abläuft. Genau, dort möchte ich auch meine Kinder aufziehen, denn ich denke, das zählt auch zu unserer größten Verantwortung, dass wir die nächste Generation ein bisschen mehr dahin leiten, dass sie respektvoller und mit mehr Bewusstsein mit unserer Welt umgeht, wo wir ja schon viel und unsere Generation davor schon ganz viel falsch gemacht haben, mir kommen die Tränen. Und ich finde das Wichtigste, dass wir unsere Kinder so erziehen, dass sie es besser machen wie wir. Ja. Und wenn man weiß, was geschieht oder wie es anderen Menschen geht, dafür, dass wir so konsumieren können, wie wir konsumieren, wenn wir uns keine Gedanken machen, dann macht das betroffen. Nichtsdestotrotz finde ich es aber auch schwierig in unserer heutigen Welt und Gesellschaft, alles im Kopf zu haben und zu bedenken, was in unserem Handeln die Welt nachhaltiger gestalten könnte. Hier bin ich immer für Anregungen und Menschen, die mir mein Bewusstsein erweitern und mir weitere Schritte zeigen, wie ich durch mein kleines Handeln die Welt ein wenig besser machen kann. Dankbar.